Hey ho, meine lieben Freunde und Freundinnen. Wir spielen hier weiter Minecraft und ich lass mal lustig, luftig, locker laufen. Und ja, bin jetzt hier in meinem Science-Fiction-Park. wollte hier mal eben den Boden noch machen. Bin ich ja jetzt schon einige Male vorbeigerannt. Kann man mal eben auf die Schnelle erledigen. Muss jetzt eigentlich nur noch hier so, weiß, im Karo-Muster habe ich das so ein bisschen gemacht. Sieht man ja, glaube ich, auch. Muss noch ein bisschen Schildstein reintun. Und dann haben wir es schon erledigt. So, und dann mal einfach einen Blick riskieren. Genau, also ich weiß noch nicht, ob das wirklich funktioniert. Also diese Bäume, die normalen, die Eichen, ja, die wachsen sofort. Während ich jetzt hier schon auf Pinie und Birke einiges zeitlang warte. Ich hole mir den auch mal. Ich wollte nämlich das jetzt ein bisschen aufteilen. Sofern es überhaupt funktioniert. Wir müssen einfach mal ein bisschen geduldig sein. Hier kommt jetzt nochmal eine Pinie hin. Nein, das ist eine Birke. Eine Birke soll hier nochmal hin. Ach, da ist eine. Das ist ja gut. Ach, mehrere. Ach, das ist ja gut. Das ist ja toll. Das ist ja wunderschön. Ah ja. Aber die Kandidaten hier, die lassen sich noch Zeit. Eigentlich müsste es gehen. Ja. Jedenfalls ist das hier vorne. Ich hänge hier mal ein Schild hin. Der Birk... Hallo? Mit Nudeln hat das nichts zu tun. Birkenhain. Und dann bauen wir hier hin den Pinienhain. Jo. Und ja, dann fehlt uns noch hier ein bisschen die Ecke. Da soll dann der Eichenhain hin. Es ist hier wirklich die ganze Zeit ein Skelett zu hören. Nur wo? Ich schätze, es hängt hier irgendwo im Hang. Es hängt im Hang. Nö, jetzt weniger. Gefährliche Ecke hier, ne? Aber dann ist es vielleicht in unseren Durchgang gegangen. Hängt da irgendwo fest. Also ich höre es jetzt schon eine ganze Zeit, auch bevor ich das Video gestartet habe. Da hinten die Pinien habe ich ja auch mal. Die können wir dann alle holen. Müssen wir aber nicht. Können wir aber. Pass mal auf, vielleicht ist das hier rein. Da ist es noch sehr dunkel. Ach, haben wir hier vielleicht auch noch solche kleinen Nebengassen hier so? Ah, nee, eigentlich nicht. Es müssten eigentlich schon beschossen werden, aber nö, es ist hier. Hier ist nichts. Auf jeden Fall ist es ein bisschen zu dunkel hier. Ja, diesen Aufgang wollte ich auch nochmal schöner machen, ne? Aber mal sehen. Ich habe da nie so richtig Lust drauf. Ja, guck mal, die gehen jetzt da gut ab da hinten. Sieht lustig aus in diesen Blumentöpfen. Die mache ich jetzt auch mal hier in die Blumentöpfe. Was habe ich denn hier? Habe ich jetzt so... Ah ja, okay. Dann nehmen wir jetzt mal ein bisschen Koppelstein. Und dann hauen wir hier mal ein paar Blumentöpfe rein. Und zwar so. Ja, 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 ja. Das kommt gut ins Bild. Da habe ich dann immer drei dazwischen gelassen. Noch eine Stütze ran. Ja, die wachsen unheimlich ohne Ende hier, die Dinger. Da kannst du die Uhr nachstellen, ja. Und schon hast du wieder so einen neuen Baum. Der neue Baum. Ja, hier passen jetzt nur drei Töpfe hin. Hier kommt auf die Ecke, da kommt noch einer. Die Ecke ist sowieso schmuddelig. So. Ah, vorsichtig mal bitte. Es geht hier irgendwie nämlich runter, ne? Da möchte ich jetzt gar nicht reinfallen. Nee, das ist jetzt, glaube ich, nicht so richtig gewesen. Da kommt Erde drauf. So, und dann machen wir hier
Oh ja, ich komme gleich. Die Höhle ruft. Ja, das war wieder die Höhle. Wir haben wieder viel zu viel Grün gesehen in den letzten Folgen. Da kriegt man ja, wird man ja waldblind. Brauchen wir hier mal noch ein bisschen. Bisschen Erde. Immer noch. Ist denn hier noch irgendwo ein Raum drunter? Ich guck mal eben. Da! Wie kann das denn sein? Ist der. Ja gut, das holen wir uns, ne? Was hat das da verloren auch, ne? Das ist verbuddel ich hier mal rein hier. Was ist denn da? Ist doch nichts. Ich kann mich nicht entsinnen, dass da irgendwie ein Raum war. Tag auch. Na? Wieder so eins von diesen magersüchtigen Models. Ja, brauchst du gar nicht so zu zittern, ne? Dang dong. Das Duell. Das Duell. Haben wir für uns entschieden. Was ist hier eigentlich? So eine kleine Kammer, das arme Viech. Komm, wir machen mal zu, die Kammer. Können wir die ganze Erde reinballern, ne? Dann haben wir da in Zukunft nicht mehr mit am Hut, wenn hier wieder solche Geräusche sind. Das hält uns ja nur auf. Das bringt uns ganz aus dem Konzept. Welches Konzept? Fragt ihr da jetzt, ne? Nein, nein, wir haben noch eine schöne Projektwand. Da gucken wir gleich mal drauf, obwohl jetzt glaube ich, alles geklärt. Was war das? Ein Plop? War das ein Ei? Hat da jemand ein Ei gelegt? Wer hat hier ein Ei gelegt? Da! Wusste ich's doch. Es klingt ein bisschen anders, das Plop, ne? Haben die es geändert? Ich meine, es klingt jetzt irgendwie so dünner. Früher hat das immer so schön so plopp gemacht, ne? Und jetzt macht das immer nur so plöpp. Bisschen mickrig. Aber es sind das riesengroße Eier. Guckt euch mal das Huhn an, ja? Guckt euch mal das Huhn an und dann legt da mal so ein Ei daneben. Das Ei ist halb so groß wie das Huhn. Also das macht garantiert beim Legen nicht einfach plöpp. Ne, sondern eher so. Ihr kennt das ja. Ne? Also wollen wir jetzt nicht zu sehr. Da wollen wir nicht zu sehr ins Detail gehen. Ich überlasse das eurer Fantasie. Schild! Schild müssen wir hinhängen, damit wir ja auch das alles unterscheiden können hier. Ne? Sonst, ne? Geht das nicht ja nicht. Und dann gucke ich mal eben auf die Pinien. Die müssten doch jetzt vielleicht doch mal gewachsen sein. Das ist jetzt hier der Eichenhain. Also nicht der Hain von der Werft, ne? Kennt ihr vielleicht, ne? Aber es passt jetzt nicht zum Thema, der Hain von der Werft. Den singe ich euch dann mal ein anderes Mal vor, wenn wir auch an der Werft sind. Oh, wird gerade dunkel. Ja gut, dann geben wir den blöden Pinien mal noch eine Chance. Wenn die morgen früh nicht gewachsen sind, oder beim nächsten Mal, dann helfen wir mal nach. Ich möchte wissen, ob das funktioniert. Ja, außerdem ist das ja sowieso, wir wollen ja ernten. Das ganze Zeug ist ja zum Ernten da gebaut. Also nicht zur Optik, zur bloßen Optik, sondern ne, auch zum Abernten. Damit wir immer schön Holz in der Nähe haben. Immer schön Holz vor der Hütten. Genau wie hier haben wir auch schön Holz vor der Hütten jetzt. Guck mal. Das ist cool, ne? Jetzt kommen da von überall, kommen jetzt so Creeper an. Und es hält, es scheint zu halten. Das Grünzeug, ja, das scheint jetzt hier wirklich zu halten. Das finde ich gut. Hab ich denn eigentlich noch was in der Tasche? Nein. Ah, das finde ich schön. Ja, das finde ich schön. Ja, Keller bin ich mal reingelaufen hier. Und, ne? Weiß ich noch nicht. Das muss natürlich auch noch ein bisschen prickelnder werden. Da hinten der Ausgang. Bin ich jetzt schon 10 Mal hingerannt. Jetzt mache ich wenigstens. Und habe immer gesagt, da müssen wir eigentlich mal den Ausgang bauen. Aber das machen wir wenigstens mal mit einem symbolischen Spatenstich. Ja. So.
Machen wir auch nicht breiter, damit man so eine Doppeltür einbauen kann. So, das war jetzt auch schon genug mit dem symbolischen Spatenstich. Ich laufe lieber mal an die Projektwand und schaue mal eben drauf. Garten oben. Ja. Tunnel ins Goldeital steht da ja sogar noch. Ja, weil der noch nicht fertig ist, denn da soll, ich möchte das, ach, das können wir gleich mal machen. Das ist überhaupt eine gute Idee, wenn wir da, wollte ich ja schon seit ewigen Zeiten zeigen, was ich mit der Eisenbahn vorhabe, wie das aussehen soll. Deswegen gucken wir da gleich mal. Da kann alles noch hängen bleiben hier. Und, ja, das kann alles noch hängen bleiben. Na, das natürlich auch. Ja. Für alle Leute, die immer denken, es müsste alles perfekt laufen. So. Wieder in mein Lieblingsbett. Obwohl, ich habe auch mal in der letzten Zeit so ein bisschen in einem anderen Bett geschlafen. Hier da an der anderen Ecke. Das war eigentlich auch bequem. Also das kann man auch aushalten. Ne? Wir gucken nach den Pinien. Komm, lass die mal gewachsen sein. Dann bin ich auch beruhigt. Dann muss ich da nicht immer hochlaufen. Gucken wir mal raus. Hat sich immer noch nichts getan. Ja gut, dann weiß ich auch nicht. Können die mich mal gerne haben. Ich laufe jetzt ins Lager und bringe die Sachen weg. Die überflüssigen. Und dann schnappen wir uns noch eine Spitzhacke. Nein, wir schnappen uns sogar noch zwei Spitzhacken. Das lassen wir alles jetzt wieder hier. Stopf ja nur alles. Sand. Wozu hatte ich eigentlich noch so viel Sand dabei? Irgendwas wollte ich noch am Strand machen, ne? Vor 3 Folgen oder so. Ach, was soll's, ne? Holz ablagern. Ach ja, ein bisschen Stairs wollte ich oben. Wusste ich nicht, wo ich die hinbauen soll. Dann kann ich die jetzt auch mal hier wieder lassen. Rohes Material lassen wir jetzt auch mal hier. Nehmen wir stattdessen noch ein paar saftige, schön trocken gebratene Koteletts mit dafür aus dem Steinofen. Und dann brauchen wir noch eine Spitzhacke aus der Reservekiste. Ah, ein bisschen eine Schaufel auch noch. Ja, ja, ja. So, so, so. Weiter geht's. Vorsichtig, immer noch nach. Ja, vielleicht noch ein paar Fenster, so. Ein Guckfenster. Ein Guckfenster. Das gibt uns ein bisschen Sicherheit beim Rauslaufen. Mal gucken, wie es geht. Ach so, da ist jetzt. Ach so, aber ja, macht ja nichts. Nee, das geht überhaupt nicht. Das ist zu dick der Stamm hier. Ja gut, lass ich das jetzt. Wo wäre das hier? Ja, da ist ein Stamm hinter. Da auch. Was eine fixe Idee. Müssen wir uns so behelfen. Vielleicht machen wir auch mal später einen Ausgang. Da ist wieder so ein auf einen, so ein fieser Zyklopenspringwurm. Möchte ich natürlich gerne haben. Hehehe, ja. Oh. Daneben. Jetzt renne ich aber näher ran. Den kriege ich jetzt eh. Na also. Ja, toll, hat nichts gebracht. Ein paar Pfeile verschwendet. Zurück. Ja, super, super. Ja, ja, das wird noch. Ah, das ist gut. Das ist schön. Das wird langsam. Da liegt noch was. Items immer mitnehmen, ey. Nichts liegen lassen. Alles mitnehmen, was geht. So. Nun kommen wir mal zur Eisenbahn. Hey, ich lasse euch noch ein bisschen zappeln. Ihr brennt ja auch förmlich danach, mal zu sehen, wie das, was hier raus geworden ist, ja. Nicht besonders viel, den Aufgang kennt ihr, ich habe hier noch ein bisschen Markierung, ich bin oft da vorbeigelaufen, da brauchte ich eine Markierung ganz dringend. Hier liegen irgendwie immer Items, ne? Oder Drops, oder was weiß ich, da liegen immer Bonbons. Ja, du standst jetzt gerade zu günstig, ne? Ja, seht ihr, da läuft man total oft hier falsch, so, ne? Hier ist ja eigentlich der Eingang, ne? Müssen wir hier mal noch einen Weg bauen.
Geröll habe ich nicht dabei, nur ein bisschen. Aha. Aha. Pass auf, dann machen wir das mal folgendermaßen. So mache ich das jetzt. Ja, endlich mal einen Weg bauen. Ich liebe es ja, Wege zu bauen. Das ist immer schön. Das hat sowas, ja, Pionierartiges irgendwie, ja. Wunderbar, und dann fülle ich hier mal, soweit es geht jedenfalls, schon mal Gravel rein und dann weiß ich ja schon, können wir ein Projekt hinstellen, ne? Weg nach Goldei Höhle. 6 Stück noch. Da kommen wir auch ganz gut mit hin. Das reicht fürs Auge. Kann man gut sich orientieren. Und dann machen wir hier noch ein bisschen so an die Bäume. Mache ich immer dann gerne so Fackeln. So. Das ist erstmal gut. Und so. Hopp. Und dann laufen wir hier schön runter. Aber das ist geil, wenn man so schön in die Höhlen reinlaufen kann. Obwohl richtig sicher ist es natürlich nie bei mir, ne? Ich bin nicht so ein Sicherheitsfanatiker. Ja, hier, das ist nicht erschreckend. Ich weiß, das ist hier, ne? Ich habe ja diese, da war ja so ein provisorischer Durchgang und so eine Kammer, da habe ich einfach so zugemacht. Und ja, jetzt spawnen da ständig irgendwelche Viecher drin, ne? So, hier ging es lang zur Slime-Höhle. Und hier war der gegenüber, ne? Huch, huch, huch. Habe ich das so gemacht? Ging jetzt ein bisschen runter, so eine Plattform noch da? Weiß ich nicht. Vielleicht könnte man hier später den Bahnhof hinbauen. Ne? Wenn man hier eine Bahn anbringt, ankommt, die kommt von da hinten irgendwo, da könnte, müsste die diese außen rumfahren, so ein bisschen, und könnte klappen, dass sie dann da so ankommt. Obwohl, dafür war es natürlich blöd, dass ich nach unten gebaut habe. Auch hier kommt immer, kann immer was hochkommen, also. Ja, die sind jetzt hier drin, hinter der Lehmwand. Pass auf. Ja. Ne? Ja, die können wir, brauchen wir nicht beachten. Es gibt uns so ein bisschen Gruselfeeling. Wir verlassen uns jetzt einfach mal auf den Vorbuddler, dass der hier keinen Blödsinn erzählt. Und wir befinden uns in relativer Sicherheit. Hier unten ist mir auch letztens ein Creeper gespawnt. Hier noch so irgendwo, hier so eine Zwischenetage mit einer Höhle. Au, ich höre aber was, ich höre aber was. Ach, guck mal da hinten. Es sind aber noch mehr. Ja. Ich finde die immer so herrlich. Schauen wir mal. Großer, guck mal, bist du aber ein großer? Ja, bist du aber ein ganz großer? Ja, bist du ganz groß? Ja, komm. Hast du Aua gemacht? Ja, hast du Aua gemacht, du auch? Ach nein. Ich habe hier die Wasserecke beseitigt. Die sind immer da reingefallen und ertrunken. Und dann, ne? Ja, komm. Ups. Ey, oh, was? Der ist ja... Ey, du. Ich lasse sie jetzt in Ruhe. Sonst sind wir hier noch stundenlang dran. Ich kann stundenlang mit denen rumspielen. Einfach mal weiter nach oben laufen. Was habe ich denn hier noch irgendwie? Ja, hier ist nichts Neues, nichts Altes. Alles wunderschön. Und hast du nicht gesehen? Also das ist, ne? Egal. Weiter. Dann habe ich hier noch eine Seitenhöhle gebaut. Da habe ich auch versucht, irgendwas Tolles zu finden, habe aber nichts Tolles gefunden. Ja, hier so Räume, ne? Also, das war enttäuschend. Außer ein Creeper, der mir hier ankam. Laufe lieber hoch. Oben ist doch irgendwie viel schöner. Wir haben ja noch einen Auftrag zur Erinnerung, ne? Eisenbahnstrecke, Eisenbahnstrecke, Eisenbahnstrecke. Laufe zurück. Jetzt grunzt es gleich wahrscheinlich wieder. Ja, toll, du. Da konnte ich jetzt nicht lange zögern. Wo kam der her? Ist draußen dunkel.
Ist ja runtergelaufen. Da muss ich auch noch zumachen da. Ah, da ist auch noch eine riesen Höhle hinterher, so, aber auch langweilig. Keine Ressourcen. Wie immer sehr schön anzuschauen, aber keine Ressourcen. Mal eben gucken. Ah, da drin. Okay. Da drin ist jetzt, die Zombies sind jetzt weg in der Zeit und dafür sind jetzt da Skelette drin. Kommt mit. Oh! Wo kommt der denn her? Hab ich mich erschreckt. Sorry. Sorry, sorry. Ja? Kommt in den besten Familien vor. Na? Ach. Haben wir auch schon länger nicht gehabt, ne? So der überraschende Tod. Nehmen wir mal wieder ein Schwert mit. Schön, dass ich jetzt auch mal da endlich die Kiste so voll gemacht habe mit Zeug. Es ist noch überhaupt nicht dunkel. Es ist bei weitem noch nicht dunkel, also. Was das sollte, ja, okay, dann schnappe ich mir, der ist direkt in meiner Eingangshalle. Das ist jetzt jedenfalls logistisch kein Problem. Die laufen wir dahin. Und dann holen wir uns unser Zeug zurück. Der Zombie müsste da auch noch rumrennen. Wo kam der her? Aus dem oberen, der schien mir runtergefallen zu sein, ne? Der rennt da noch rum. Ja, toll, ich komme da aber jetzt nicht ran. Aber es wird mal interessant zu sehen, ob der jetzt kommt der hier hoch? Du bist ja ein bisschen zu doof zu, ne? Mit deinen Schmierfinger. Ja, Blut ist auch schon überall. Ich glaube, dir läuft da gerade Gedärm raus. Ich kann das nicht sehen. Da kam der aus dem Loch, glaube ich. Ja, das finde ich nicht gut. Ja, da sind noch mehr drin. Na, hier ist jetzt zu, da kann uns nichts passieren. Gut. Eigentlich dachte ich, die Höhle wäre da, die ich da gesehen habe oben, die wäre hell genug. Ich war da ganz drin. Aber ja, hüpfen wir kurz mal hier in die zweite Tiefbohrung, von der ich euch schon mal irgendwann erzählt habe vor einigen Folgen. Ja, hier war auch sogar schon mal ein Slime drin, aber wie wir sehen, sehen wir nichts, ja, und ist langweilig, keine Ressourcen, auch gar nichts so gefunden. Deswegen bin ich dann, habe ich gedacht, ach, baust du vielleicht doch lieber einen Bahnhof dahin, wenn es klappt. Schauen wir mal, deswegen habe ich den Tunnel gar nicht weiter aufgehübscht oder so, sondern einfach mal Projekt stillgelegt. Lass mal hoch. Das ging noch weiter. Ja, komm. Dich locken wir jetzt mal da raus. Dann sehen wir auch, wie der daherkommt. Da kommt der aus dem Loch. Na? Da unten war der. Ach, der ist ganz unten. Ach komm, ja gut, für das ist eben eine lange Folge jetzt. Was soll's? Ja, ist ja schon lange über Zeit. Also, was heißt Zeit, ne? Also normalerweise mache ich halt immer 20 Minuten so, ein bisschen länger, 25, aber ist jetzt auch wurscht. Ist jetzt auch wurscht. Dabei habe ich auch Fackeln drin und trotzdem. Ja, okay. Wo ist denn mein Fackelkram eigentlich? So, dann können wir ja mal hier das Schwert erstmal verbrauchen. Setzen wir da noch eine Fackel rein. Ja, gut, ich weiß ja, wie man hier hinkommt. Bauen wir hier mal zu. Das ist jetzt hauptsächlich, damit es mal schöner wird. Schönstein habe ich ja mitgebracht. Und dann bauen wir, wie geht das denn? Ja, einfach so. Klack, klack, klack. Schön. Und dann machen wir uns wieder nach draußen auf. Jetzt ist es aber bestimmt Nacht draußen. Ist uns aber egal. Ja, seht ihr mal so. So muss das sein. Die Kohle, da stört mich jetzt nicht da oben. In der Nacht. Da müssen wir vorsichtig sein. Da sehen wir die schönen Sterne.
Ich höre auch wieder. Oh, wir können direkt runterfallen. Ja, ich renne jetzt mal durch. Hoppla hopp, ne? Nicht stehen bleiben. Bis hierhin wollte ich laufen. Und hier zeige ich euch jetzt, wie ich jetzt... Ist ja nichts Dolles. Ich will noch eine Eisenbahnstrecke parallel zu unserem Goldeintunnel bauen. Und habe mir gedacht, das machst du so. Hier ist der Hauptweg und dann bauen wir hier einen Säulengang hin. Und hier auf dieser Höhe läuft dann die Bahn lang. Ja. Ja, ich denke einfach so. Schön in Dreierhöhe muss das auch sein, damit man sich nicht irgendwie beim Ein- und Aussteigen immer ein halbes Herz abzieht, ne? Erde mal weg. Wer weiß, was wir hier jetzt noch finden an Höhlen und an Zeug. Erstmal hier eine provisorische Fackel rein. Es ist, obwohl es ist ein bisschen eng, wenn ich mir das vorstelle, ich fahre hier mit dem Zug durch. Das wird dann viel Arbeit. Dann würde ich den auch 3 breit aufschlagen wollen. Also der ist dann breiter als der Fußweg. Ne? Dann wäre die Schiene genau in der Mitte. Wir brauchen ja keine 2 Richtungen. Wir sind ja alleine auf dem Singleplayer. Da kommt uns ja keiner entgegen. Aber ich meine, so könnte man das doch vielleicht machen, ne? Ja, müsste schon 3 breit sein, denke ich. Sonst ist das nicht so schön. Wie wir schon mal festgestellt haben, ist der Tunnel ja gar nicht so lang. Also er ist jetzt nicht vergleichbar mit manchen Tunneln, die ich in meiner Let's Show-Welt gegraben habe. Ne, wo ich ja ungefähr 20 Kilometer Schienen verlegt habe, ungefähr. Also so, das ist dann die Mitte. Wir müssen auch gucken, wo wir am anderen Ende natürlich in Bad Schönfels überhaupt auskommen an unserem Gebäude, ne? Ist gar nicht schlecht, wenn wir so ein bisschen noch ein Feld nach innen gehen hier. So, jetzt einfach hier mal ein bisschen breiter machen. Das mache ich nur mal eben jetzt hier zu Ende, damit ihr seht, wie ich das meine. Ne, da ist ja noch eine, so. So, ach, das ist die, ja, genau. Das muss weg mal eben. Hau doch mal eben weg. Hau doch mal weg. Immer schön weg, den Dreck. Ja, das wird schon so langsam. Jetzt habe ich natürlich kein Geröll mehr dabei. Aber müsst ihr euch ein bisschen mit Fantasie und so. Pass auf. Hätte man auch machen können, dass man die obere Reihe so stehen lässt. Dann hat er auch wieder so eine Form. Ja, ist aber jetzt auch, wurscht. Können wir lieber mit schönen so Wandverkleidungen oder was machen. So, dann haben wir... Dann baue ich halt hier solche Sichtschlitze ein. Was weiß ich, alle 2. Das ist halt die Frage, das müssen wir natürlich möglichst von einem Ende aus an... Ach, das ist auch egal, wo wir anfangen. Ich denke, so. So könnte das funktionieren. So. Ja. Mal 2 Felder freilassen, so dachte ich das jetzt erstmal. Können wir da noch eine Fackel hin? So, und da wird natürlich auch der Track, also da wo die Schiene verlang läuft, der wird ausgehoben. Und da kommt dann Geröll rein. Dann liegen die Schienen halt schön auf so einer Geröllspur. Und das kommt gut ins Bild. So würde ich das machen. Und das könnt ihr euch jetzt mal lebhaft vorstellen. Geröll habe ich ja schon draußen im Weg verballert, ne? Ja, und so machen wir dann den Tunnel für die Eisenbahn. Beim nächsten Mal geht es dann am besten weiter. Guck mal gerade, ob ich irgendwelchen Besuch bekomme. Nein, bekomme ich nicht. Guck, da sind wir nämlich schon fast am Ende.
Ja, am nächsten Mal machen wir dann mal ein bisschen weiter. Dann sehen wir uns das nochmal an, in aller Ruhe. Und planen das mal ein bisschen mehr. Und vielleicht können wir ja schon mal dann bald so ein paar Schienen verlegen. Auf jeden Fall macht's mal gut. Vielen Dank fürs Zusehen. Guckt auf minenarbeit.de, wenn ihr mehr über Minecraft erfahren wollt oder über die ganzen Videos, die ich hier so mache und keine Ahnung, über was weiß ich noch, ne? Den Server, und Geschichten, und dann sehen wir uns dann später. Macht's gut.